On Tuesday, January 20th, 1942, at a house in the quiet Berlin suburb Wannsee, a meeting was held. At the invitation of Reinhard Heydrich, head of the security police and secret service, 14 key representatives of the Nazi Party, of the SS, and of the government bureaucracy attended. The meeting lasted just 90 minutes. There was only one item on the agenda. Heiliter. Heiliter. Herr Garleiter, Herr Reichsamtleiter. Heiliter. Ich darf Sie begrüßen. Obersturmanführer Eichmann. Obersturmanführer? Warum bestellt man uns zu Interpol? Will man uns verhaften? Haben wir silberne Löffel gestohlen? Obergruppenführer Heydrich, in seiner Eigenschaft als Präsident der Interpol, ist doch hier der Hausherr. Die Konferenzräume sind besonders geeignet. Zum Abhorchen wahrscheinlich. Nehmen wir uns in Acht, Doktor, was wir sagen. Ich komme trotzdem gern im Reichssicherheitshauptamt, verlaufe ich mich immer. Sieht aus wie die Hütte eines Wannsee-Israeliten. Vor einiger Zeit arisiert. Sehr schön. Sehr passend zum Anlass. Alle übrigen Herren sind bereits eingetroffen, bis auf den Herrn Reichsprotektor selbst. Der konnte wegen Nebels den Tag nicht pünktlich starten. Heydrich steuert seine Maschine wieder persönlich? Er ist bereits gelandet. Wir erwarten ihn jeden Augenblick. Heydler. 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 Ah, Sie an. Das Ostministerium. Auch mal wieder in Berlin, Sturmmannführer? Mhm. Was machen unsere schönen baltischen Provinzen? Es könnte besser sein, zum Beispiel mit ein paar von diesen Gasautos. Ich darf doch wohl bitten, Doktor. Ach, Unsinn, Gauleiter. Alles wasserdichte Figuren hier. Also, was ist? Ihr Dr. Wetzel, ihr Rassemensch, hat wohl den Mund ein bisschen zu voll genommen, was? Für die Verrückten brauche man die Sonderlaster nun nicht mehr. Wir warten immer noch, wir sehen nichts. Stattdessen schicken Sie uns Juden aus dem Reich. Aus Stuttgart, Köln, München, aus Berlin. Darunter ein Haufen alte Weiber und Kinder, arbeitsunfähiges Volk. Und die Ghettos platzen wieder aus den Nähten. Dabei haben wir gerade wieder in Riga 15.000. Ich frage mich, wozu ein Ministerium für die besetzten Ostgebiete, wenn Sie das Ostland dermaßen hängen lassen? Mein lieber Sturmmannführer, wir haben uns in der Kanzlei des Führers für Sie verwendet. Mehr können wir nicht tun. Es gibt wichtigere Einsatzräume. Wir sind ja weit vom Schuss. Mit uns kann man es ja machen, ne? Reißen Sie sich zusammen, Mann. Also, stehen Sie bequem. Es dürfte auch in Ihrem Interesse liegen, wenn wir das Gros der derzeit aus dem Reich geschobenen Juden woanders wegarbeiten. Nur was Sie bekommen, sind doch ganz lächerliche Quoten. 25.000 seit Oktober. Das meiste halten wir schon an in Lodge, mit Rücksicht schon auf den Waggonbedarf der Wehrmacht. Das Ghetto Lodge ist noch mehr belastet als alle anderen. Sie sind gezwungen, laufend Luft zu schaffen. Wir wollen laufend heraus. Nach Kulmow, die Nachbarschaft, wo das erledigt wird. Die Fahrzeuge sind rund um die Uhr im Einsatz. Da bauen Sie doch mehr. Wir haben anderes im Sinn. Im Frühjahr stehen wir anders da. Eleganter. Sind Sie jetzt der Glöckner von Notre Dame, Gruppenführer? Ich berichte gerade von meiner Zuchthausinspektion. Kreaturen wie Ausgeburten der Hölle, wo bleibt da, frage ich, die völkische Hygiene? Und sollte die meinen Leuten vom Rassehauptamt vorführen, zur Ausmusterung? Die Parteikanzlei steht schon immer auf dem Standpunkt, dass der Verbrecher ohne viel Federlesens ins KZ gehört. Der Reichsführer SS ist allein zuständig für alle asozialen Elemente. Was wär's? Ach, recht ist, was dem Volke nützt. Da hat es sich nicht überall rumgesprochen. Nicht mal im Ministerium für Justiz. Mich können Sie nicht meinen, Herr Kamerad. Ich bin alter Nationalsozialist, wie jeder hier. Militär der Humanitätsduselei fern. Ich höre, sucht man einen neuen Präsidenten für den Volksgerichtshof. Der Reichsführer für seinen Teil würde sicher eine Persönlichkeit ohne Wenn und Aber in diesem Amt befürworten. Wie denken Sie darüber, Dr. Freisler?
Da möchte ich mich lieber bedeckt halten. Sie sind ja heute alle so gut aufgelegt. Erkläre gerade dieser reizenden jungen Dame hier unseren Judenbegriff, Gruppenführer. Ah, das interessiert mich. Ja, was ist denn nun? Wie sagten Sie, Herr Staatssekretär? Privilegierte Mischehe. Ja. Bei der privilegierten rassischen Mischehe, die nicht unter die besonderen Judenmaßnahmen fällt, unterscheidet man zwischen Ehen mit und Ehen ohne Kinder. Kinderlose Mischehen sind nur dann privilegiert, wenn der Ehemann arisch ist. Ist er aber Jude, dann sind sie es nicht. Das verstehe ich nicht. Wir gehen nach den Nürnberger Gesetzen davon aus, dass über die Blutsqualität der Nachkommen der männliche Beitrag entscheidet. So. Und wenn Kinder vorhanden sind? Dann ist die Ehe nur privilegiert, wenn sie nicht im mosaischen Glauben erzogen werden. Auch wenn der Vater Arier ist? Auch. Verstehe ich wieder nicht. Sehen Sie, das Bekenntnis des arischen Vaters zum Judentum wiegt schwerer als ein arisches Blut. Er gilt nun gewissermaßen als Jude, kein Ist-Jude, aber Geltungsjude. Aha. Moment mal. Dann verwenden Sie auf einmal keine Rassemerkmale, sondern Glaubensmerkmale. Oh, bravo! Nun ja, es ist nicht so einfach. Nein. Nehmen Sie es nicht tragisch. Es hat mich 6 Jahre Mühe und Schweiß gekostet, unsere Judengesetze zu formulieren und zu verstehen. Na, ich verstehe Sie immer noch nicht. Entschuldigen Sie mich bitte einmal. Gruppenführer. Ein kleines Problem. Ja, Herr Staatssekretär. Mit dem Gestapo-Amt? Vielleicht eher mit Ihrem Judenreferenten, Obersturmbannführer Eismann. Ach. Es geht um die Frage der Einbeziehung von Halbjuden und Mischehenjuden in die Judenmaßnahmen. Ich höre von meinen Herren Klagen über die Art und Weise der Verhandlungsführung. So? Ihr Judenreferent verhandelt beispielsweise in Anwesenheit von einem Dutzend finsterer Gestalten des Sicherheitsdienstes, deren Rolle nicht ganz klar ist. Es sei denn, wie soll ich es ausdrücken, als Drohstaffage. Aber nicht doch. Sie scheinen nur da zu sitzen und auf einen Wink zu warten. Wink? Ja, zum Zugreifen. Könnte man das nicht abstellen? Es verbessert ja nicht das Gesprächsklima. Ich kann Sie beruhigen, Herr Staatssekretär. Sie brauchen heute nur gewissen verschärfenden Judenmaßnahmen zuzustimmen und schon sind alle Besprechungen auf unterer Ebene überflüssig. Nun, wir werden sehen. Sicher. Sie haben sich einen SS-Frack bauen lassen, Herr Staatssekretär. Nun, man möchte dem Reichsführer, wenn er schon zum SS-Führer ehrenhalber ernennt, keine Schande machen. Ja, aber wie der Reichsführer zu sagen pflegt, der Rock allein macht es nicht. Sie entschuldigen mich, Herr Staatssekretär. Nun, wir werden ja sehen, wer im Auswärtigen Amt einen längeren Atem hat. Die Herren Reiterbande oder ein Möbelpacker wie ich. Rieger am Apparat. Für Sie, Obersturmbannführer. Bitte gehorsamst, Unterzeihung. Sagen Sie, von Kamerad zu Kamerad ist es nötig, dass meine Berichte über die Liquidierung im Osten bei Ihnen mal gleich mit 20 Exemplaren zirkulieren. Ich denke, der Stempel geheime Reichssache ist deutlich genug. Sie wollen hier Geheimnisse behalten, Kamerad Müller? Entschuldigen mich, ich könnte nur einen vertragen. Schweinekalt draußen. An unsere Männer da von Moskau darf ich gar nicht denken. Hören Sie mal. Ich kann der Reichsbahn nicht ruinierte Waggons zurückgeben. Wie stellen Sie sich das vor? Wie soll ich meine Verhandlungen um Zugüberstellungen führen, wenn man mir vorhält, Sie machen unser rollendes Material zu Schrott? Also, bringen Sie das in Ordnung. Ich mache Sie persönlich verantwortlich. Sie haben 60 Minuten. Danach erwarte ich Meldung über eingeleitete Reparaturmaßnahmen. Und um 17.16 Uhr geht der Zug fahrplanmäßig ab oder Sie sind Ihre Streifen los. Ist das klar? Was gibt es denn? Melde gehorsamst. Probleme. Riga? Bei der Auswaggonierung der 1500 Wiener Juden, die vorgestern früh zur Überstellung gelangt sind. Was denn diesmal wieder? Zerschlagung von Coupé-Scheiben, Fensterscheiben, Gruppenführer. Bei diesem Frostfluchtversuch? Nein, Sie wollten das Eis. Ihnen. Das Eis an den Fenstern. Gewissermaßen. Warum? Verstehe ich recht, Durst. Und das ist nicht das Schlimmste, Gruppenführer. Leichen waren auf den Sitzen festgefroren. Die Leute vom Transportbegleitkommando haben sie einfach heruntergerissen. Und die Sitzbretter gleich mit. Trächtlicher Sachschaden, Gruppenführer. Obersturmbannführer? Ja, bitte. Wir haben gewettet, Obersturmbannführer bei der SS entspricht Major bei der Wehrmacht. Stimmt das? Stimmt.
Stimmt. Aber sind Sie nicht Oberst? Nicht ganz. Oberstleutnant. Und Sie Gruppenführer General? Nicht ganz, mein Kind. Generalleutnant. Der Reichsprotektor, der ist ein General. Und ein Staatssekretär ist wohl so eine Art Vizeminister. So eine Art. Dann haben wir heute ja lauter hohe Tiere hier. Darauf können Sie wetten. Achtung! Herr Ritter. Herr Ritter. Meine Herren, bitte schon im Konferenzsaal Platz zu nehmen. Müller, Eichmann, Lange zu mir. Auch bitte den Herrn Staatssekretär des Äußeren. Sitz! Platz hast du. Ja, ja, ich komme ja gleich. Sie entschuldigen, Herr Staatssekretär, aber ich muss mich zwischen Prag und Berlin ein bisschen doppelt schlagen, Sie verstehen. Aber selbstverständlich, Obergruppenführer. Ich höre, es wird nun ernst. Ja, und ich glaube, ich sollte Ihnen für Ihren Vortrag bei dem Herrn Minister des Äußeren ein paar Informationen nicht vorenthalten. Es hat in meiner Anwesenheit eine entscheidende Besprechung gegeben zwischen dem Führer und dem Reichsführer SS. Der Führer ist der Meinung, dass die Juden ihren Wert als Geiseln für das Wohlverhalten des Auslands verloren haben. Kriegseintritt der USA schafft eine völlig neue Lage. Die jüdische Einkreisung des Reiches ist damit komplett. Aber besonders enttäuscht zeigt sich der Führer von England. Er hat bis zuletzt gehofft, es würde doch noch Vernunft annehmen und unsere legitimen Wünsche anerkennen. Lebensraum im Osten, angemessene Rolle in Europa, Lösung der Judenfrage durch Auswanderung. Wir hätten auch mit England eine Agreement finden können. Wir sind von der gleichen Rasse, aber wir haben immer nur ein Nein gehört. Der jüdische Einfluss hat sich also auch in Downing Street durchgesetzt. Und die Geduld des Führers ist erschöpft. Es macht ja wirklich keinen Sinn, in einem Augenblick, da uns die Abrechnung mit dem Weltjudentum aufgenötigt wird, die Juden unter unserer eigenen Herrschaft weiterhin zu schonen. Das ist die Situation. Ich verstehe vollkommen, Obergruppenführer. Ich kann nur sagen, Obergruppenführer, die Verantwortung liegt klar im Ausland. Warum hat man unsere Juden nicht genommen, solange noch Zeit war? Warum unsere Auswanderungsprogramme boykottiert? Schön, einen Judenstaat in Palästina können wir so wenig wünschen wie England, das Ruhe braucht in der Region. Auch konnten wir nicht gut den Großmufti von Jerusalem, ein Freund des Führers im arabischen Lager, einfach brüskieren. Aber Madagaskar, das hätte man doch akzeptieren können. Die Folgen, meine Herren, hat der Jude sich doch selber zuzuschreiben. Ich verstehe, dass der Führer ein Ende macht. Wie soll man zahlen? Es hat sich genug auf ihrem Schuldenkonto angesammelt. Und das Ausland wird uns später nochmal dankbar sein. Aber vielleicht wacht man da draußen ja nochmal auf und lässt mit sich reden, wenn wir das auserwählte Volk kolonnenweise nach Osten führen. Vielleicht fährt dann dem Herrn Roosevelt und dem Herrn Churchill der Schrecken doch noch heilsam in die Glieder. Wie sagt der Führer, es ist gut, wenn uns der Schrecken vorausgeht. Der Schrecken, dass wir das Judentum nun ausrotten. Na, wir werden sehen. Herr Staatssekretär, wenn Sie noch ein paar Augenblicke entschuldigen. Kamerad Müller, Gestapo-Angelegenheiten, alles klar? Jawohl, Obergruppenführer. Zur Frage. Die Frage hat vorgelegen, also Geheimhaltung. Nun, die Sache verhält sich so, dass sie sich selber tarnt. Und wieso, meine Herren? Weil sich das einfach niemand vorstellen kann. Verzeihung, Obergruppenführer. Natürlich sickert immer etwas durch bei Angelegenheiten dieser Größenordnung. Na schön. Bescheid wissen in Grenzen schadet doch dem guten Volksgenossen nicht. Mit Wissen heißt mit Verantwortung heißt mit Haftung und mit Haftung schließt die Reihen, klar? Sehr elegant, Obergruppenführer. Sie haben die Unterlagen, Eichmann? Jawohl, Obergruppenführer. Freue mich, Sie zu sehen, Sturmbannführer. Was macht Riga? Hatten Sie einen guten Flug? Und davon abgesehen, dass mein Hund in die Maschine gekotzt hat. Ja, ja. Muss denn der Hund immer dabei sein? Sind wohl blind, was? Nein, aber der braucht ja auch mal Urlaub, ne? Ach, Sie haben den neuen Einsatzgruppenbericht. Ja. Obergruppenführer, der Kommandeur der Einsatzgruppe A, Brigadeführer Stallecker, sowie der höhere SS und Polizeiführer Ostland, Obergruppenführer Jeckeln, haben mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, Estland, judenfrei. Lettland und Litauen, bis auf Reste von Arbeitsjuden, ebenfalls judenfrei. Gratulation. Ausgezeichnet, hervorragend. Die Kameraden meiner Kommandatur haben sich erlaubt, mit den unterdringlichsten Grüßen an Sie, Obergruppenführer, eine kleine Skizze zu erstellen. Sie zeigt die bisher erreichten Quoten. Wir liegen jetzt in Einsatzgruppe A bei 220.000. Na, dann lassen Sie mal sehen. Summiert sich mit den anderen Einsatzgruppen auf eine 500.000. Es wird. Na, Sie zittern ja, Sturmbannführer. Saufen zu viel, was? Bitte um Verzeihung, das auch. Sie werden bestimmt in Berlin ein paar Damen finden, die Sie wieder ins Lot bringen. Jawohl, Obergruppenführer. Warum sind es in Weiß rotieren in erst 40.000? Sie sind nicht nachgekommen. Das Gebiet ist einfach zu groß. Zu wenig Lastwagen, zu wenig Benzin. Der Boden ist jetzt 2 Meter tief gefroren. Wir können keine Massengräber ausheben, also können wir auch nicht schießen. Es kann Monate dauern. Und inzwischen bekommen Sie noch ein paar Transporte aus dem Reichsgebiet. Oh, wir haben
haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir auf die Weise wieder von vorne anfangen müssen, Obergruppenführer. Die Arbeit wird Ihnen erleichtert werden. Sie bekommen Speziallaster. Erstickungstod durch Auspuffgase. Hab davon gehört. Gehört, ja? Ja, durch den höheren SS. Er meint allerdings, es sei noch eine größere Sauerei als Schießen, was ich aber nicht glauben kann. Auch Ihre Meinung, Eichmann? Kamerad Eichmann hat gekotzt wie der Hund des Kameraden Lange. Was war denn? Es hat Pannen gegeben, Obergruppenführer. Ich war Augenzeuge. Beim Ausladen der Laster an den Gräben stellte sich heraus, dass die Auspuffgase nicht immer zuverlässig gewirkt hatten. Wir standen also da mit Toten, Halbtoten und Lebenden. Es war, wenn ich das bemerken darf, nicht gerade eine sehr erfreuliche Situation. Hat Ihnen jemand erfreuliche Situationen versprochen? Wo gehobelt wird, fallen Späne, nicht wahr? Es waren, wenn ich das bemerken darf, Frauen, Kinder, alte Leute dabei. Frauen, Kinder, Alte sind auch Juden, oder? Übrigens ist die Sache bereinigt. Ein simples technisches Problem. Man darf nicht Vollgas fahren, sonst ist das ganze Kohlenmonoxid verbrannt, bevor es in den Laderaum gelangt. Das ist alles. Sie sehen nicht so aus, Eichmann, als wären Sie nicht doch noch ganz gut damit fertig geworden. Aber ich will Ihnen etwas sagen, meine Herren. Der Reichsführer SS hatte selbst, wie er mir berichtete, während einer Exekution einen Schwächeanfall. Nun, das ist ja nichts Ehrenrühriges. Das beweist doch nur, dass der deutsche Mensch kein Untermensch ist. Ehrenrührig ist nur, wenn einer sich nicht zusammenreißt und nicht erledigt, was für die Zukunft unseres Volkes erforderlich ist. Ob erfreulich oder nicht. Ehrenrührig ist es, ein Waschlappen zu sein. Wir von der SS jedenfalls sind es nicht. Es wäre immerhin möglich, Obersturmbannführer Eichmann jetzt von weiteren Inspektionen der anlaufenden Gasoperationen zu befreien. Ich würde es befürworten. Wir sind im Prinzip durch und es gibt ja nun andere Aufgaben für ihn. Also bitte Vortrag, kurz. Ja, ich sehe es so, Obergruppenführer. Erstens, Exekutionen. Brauchbar weiterhin im rückwärtigen Frontgebiet nicht, aber aus technischen und psychologischen Gründen für Endlösung insgesamt. Zweitens, Sonderfahrzeuge, dasselbe. Drittens, stationäre Auspuffanlagen. Ja, viertens, Zyklon B. Nach ersten Erfahrungen in Auschwitz, also meines Erachtens optimal. Da ist aber ein Glaubenskrieg ausgebrochen. Wirt schwört auf Motorenabgase, hörst auf Zyklon B. Was ist denn das? Ein Schädlingsbekämpfungsgas. Ich würde dem Reichsführer vorschlagen, weiterfahren auf allen vier Schienen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Also, meine Herren. Verzeihung, Obergruppenführer. Ja, was gibt's? Beschwerde betreffend Zivilverwaltung. Ja, und? Wir werden da von gewissen Gebietskommissaren... Wer? Zum Beispiel Gauleiter Kube. Also, wir werden von denen behandelt wie der Abschaum der Menschheit. Warum so empfindlich? Obergruppenführer, es macht wirklich keinen Spaß, sich von vollgefressenen Beamten im Parteimäntelchen, die sich Vorzugsjuden halten, zu Maniküren, Haare schneiden, Hemden bügeln, an den Kahn fahren zu lassen. Ja, nur weil unsere Aktion deren Herren Ruhe stören darf. Die sitzen da in Trocknen und mokieren sich über unsere Barbarei, über unseren angeblichen Sadismus, ja? Das sei eines Deutschlands Kants und Goethes nicht würdig, behauptet der Gauleiter, öffentlich. Meine Männer würden sich aufgeilen an den Exekutionen. Und das von einem Mann, der in Minsk im Ghetto herumstreunt und nach blonden Judenschönheiten Ausschau hält, für seinen Privathaushalt. Obergruppenführer, ich möchte doch gefragt haben, ob wir, die wir schließlich nichts weiter tun als unsere Pflicht und Schuldigkeit, ob wir es uns gefallen lassen müssen, dass man uns dermaßen mit Dreck bewirft. Lassen Sie ihn werfen. Darum geht es nicht. Es geht um was ganz anderes. Wir haben aus der früheren Verwaltung und Regierung Personal Restposten. Bürokraten, Konformisten, Karrieristen, auch vormalige Antidemokraten, konservative alter Schule, völkische Romantiker, Spinner und so weiter und so weiter und so weiter. Wir müssen diese unsicheren Kantonisten und halbherzigen Parteigenossen einspannen, auf Vordermann bringen und in die Mitverantwortung zwingen oder hineinstolpern lassen. So, auch diesen Gauleiter. Er glaubt doch immer noch feinsinnig unterscheiden zu können zwischen Juden erster Klasse, die zu schonen sind, und Juden zweiter Klasse. Zwischen Reichs- und Ostjuden, zwischen Kulturjuden und Untermenschen. Das ist aber nicht die Idee des Führers. Ist doch gar nicht praktikabel. Denn wer die einen packt, packt doch die anderen. Und sitzt damit schon in der Falle, klar? Jawohl, aber gut, ja. Und dass sie uns in die Falle gehen. Denn wer A gesagt hat, muss jetzt auch B sagen. Das ist die Situation. Auch hier, auch heute. Ordonnanzen zuverlässig? Handverlesene, bewährte Leute. Dann wollen wir sie mal angeben, die Herr Ministerialbürokraten. Parole? Leider, Männer! Marsch! So, kommen Sie nicht. Ja, bitte sehr. Oh, pardon, Gauleiter. Wir können ja rücken. Sehr freundlich. Probleme, meine Herren?
Aber Herr Ministerialdirektor, nehmen Sie doch, wenn Sie nicht abergläubisch sind, am Kopfende Platz. So hat die Reichskanzlei jetzt alle im Auge, wie es sein soll. Ach, jetzt haben wir unsere junge Dame versetzt. Nehmen Sie vielleicht auch am Kopfende Platz. Das erleichtert Ihre Arbeit. Sie verstehen uns besser und wir haben eine freundlichere Note in unserer Herrenrunde. Also, meine Herren. Kann man das nicht abstellen? Zum Befehl, Oberkommissar. Sonst haben wir es nachher noch im Protokoll. Ich danke dir, Herrn. Wünschen Sie ein Wortprotokoll, Obergruppenführer? Nee, genaues Sachprotokoll genügt. Herr Kammerleiter, meine Herren Staatssekretäre, Herr Reichsamtsleiter, Herr Ministerialdirektor, Kameraden der SS, ich danke Ihnen dafür, dass Sie meiner Einladung zu dieser kurzfristig anberaumten Sitzung Folge geleistet haben. Der Zweck dieser interministeriellen Veranstaltung ergibt sich aus dem Schreiben des Herrn Reichsmarschalls an mich, das dem Einladungsschreiben an Sie beigeschlossen war. Jawohl, richtig erhalten. Ich darf das Schreiben noch mal kurz zur Verlesung bringen. Berlin, 31.07.1941, der Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches, Beauftragter für den Vierjahresplan, Vorsitzender des Ministerrats für die Reichsverteidigung. An den Chef der Sicherheitspolizei und SSD, SS-Gruppenführer Heydrich, Berlin. Obergruppenführer. Bitte? Obergruppenführer Heydrich. Seinerzeit noch nicht und geschenkt. In Ergänzung der Ihnen bereits etc. 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 übertragenen Aufgabe und so weiter beauftrage ich Sie hiermit, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen für die Gesamtlösung der Judenfrage in Europa. Ich beauftrage Sie weiter, mir in Bälde einen Gesamtentwurf zur Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage vorzulegen. Sofern hierbei die Zuständigkeiten anderer Zentralinstanzen berührt werden, sind diese zu beteiligen. Also, im Besonderen Sie, meine Herren, gezeichnet Göring. Na bitte. Den Durchschlag nehmen Sie bitte zu Protokoll. Gibt es einen besonderen Grund, Herr Reichsprotektor? Stellvertretender. Einen besonderen Grund, warum Sie erst heute nach einem halben Jahr von diesem Bestallungsschreiben vom Juli des Vorjahres Gebrauch machen? Ja, drei Gründe. Die erwähnten Vorbereitungen gestalteten sich außerordentlich umfangreich und kompliziert und meine zusätzlichen Aufgaben als stellvertretender Reichsprotektor von Böhmen und Mähren fielen zeitlich damit zusammen. Auch ein früher Besprechungstermin wurde verschoben wegen des Eintritts der USA in den Krieg und der sich daraus ergebenden vorrangigen Anforderungen auch an meine Dienststellen. Ich frage deshalb, weil in Ihrem Einladungsschreiben heißt es, in Anbetracht der außerordentlichen Bedeutung, die diesen Fragen zuzumessen ist und im Interesse der Erreichung einer gleichen Auffassung bei den in Betracht kommenden Zentralinstanzen, rege ich an, zwecks Parallelisierung der Linienführung, diese Probleme zum Gegenstand einer gemeinsamen Aussprache zu machen. Und darauf will ich hinaus. Zumal seit dem 15. Oktober 1941 bereits in laufenden Transporten Juden aus dem Reichsgebiet, einschließlich Protektorat Böhmen und Mähren, nach dem Osten evakuiert werden. Ja? Diese Transporte, zumal ab Berlin, haben nun die Reichskanzlei wie andere Dienststellen in wachsende Verlegenheit gebracht. Einerseits wurden an uns gewisse Gerüchte herangetragen über die besondere Behandlung der Evakuierten im Osten. Diese Gerüchte führten zu bisher 208 Selbstmorden unter den zum Abtransport bestimmten Juden. Andererseits waren betroffene Instanzen nicht in der Lage, angemessen zu reagieren bzw. Auskünfte zu erteilen. Vom Führer selbst war unter den gegebenen Umständen keine Erklärung zu erhalten, noch zu erwarten. Wir leben in turbulenten Zeiten, Herr Ministerialdirektor. Aber die Tatsache, dass wir uns hier und heute getroffen haben, mag doch immerhin unseren guten Willen bekunden. Was haben Sie denn mit ihm angestellt? Ich habe mit auf Verpflegung gesetzt. Ist ja alles da hier. Zu den Berliner Juden. Wieso glauben die uns nicht, wenn wir ihnen sagen, ihr kommt da im Osten zum Arbeitseinsatz? Wissen die tatsächlich, was sie dort erwartet? Würden sie sonst aus dem Fenster springen oder den Gashahn aufdrehen? Ja, was sagen dazu die Nachbarn, die Bekannten, die Freunde? Was für ein Gerede, um Gottes Willen! Ein Grund mehr, die ganze Angelegenheit aus dem Bauch der Welt zu schaffen. Das wäre zu wünschen. Die Judenselbstmorde in Berlin haben auch uns im Auswärtigen Amt einige Kopfschmerzen gemacht. Sie wurden von der Auslandspresse nicht übersehen. Es gab auch andere Probleme. Zum Beispiel Mitnahme von Juden mit ausländischem Pass.
Das können wir uns nicht leisten. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Das sagen Sie meinem Botschafter. Wir werden das abstellen. Dann aber bitte auch, dass vereinzelt auch Judenmischlinge und solche aus Mischehen in die Aktionen mit einbezogen werden, wie es ja wohl irrtümlicherweise geschehen ist, was von Seiten des Innenministers sehr bedauert wird. Das sind Anlaufpannen, die selbstverständlich nicht vorkommen sollten, Kamerad Müller. Schon Vorsorge getroffen. Wenn wir schon dabei sind. Das kann ja heiter werden. Der Reichsmarschall selbst in seiner Eigenschaft als Vierjahresplaner moniert den Abschub auch von Rüstungsfacharbeitern und lässt ausrichten, so habe man aber nicht gewettet. Also ich stelle fest, meine Herren, dass Herr Reichsmarschall in seiner einen Eigenschaft bedauert, was er in einer anderen begrüßt. Sie sehen, meine Herren, die Probleme liegen nicht so einfach, besonders nicht, wenn Kompetenzen kollidieren. Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung, dass hier und jetzt Klarheit geschaffen wird über die Frage der Federführung. Wir alle wissen doch, dass in unserem guten Berlin seit eh und je nichts schwieriger ist als eine Einigung über Zuständigkeiten. Ich weiß wirklich nicht, warum Sie hier immer alle Leute darum reißen, unbedingt zuständig zu sein, was hier schließlich und endlich bedeutet, zuständig für mehr Arbeit. Aber das ist ja wohl ein deutsches Erbübel. Tugend, Obergruppenführer. Geschenkt. Also, Scherz beiseite, meine Herren, ich erkläre kategorisch, Federführung ausschließlich und unwiderruflich und ohne Abstriche beim Reichsführer SS Heinrich Himmler und mit dessen Vollmacht bei meiner bescheidenen Wenigkeit. Es liegt aber nichts Schriftliches vor. Von wem? Von der Hand des Führers. Dass Maßnahmen von solcher Tragweite nicht ohne vorherige Genehmigung zu treffen sein werden, das versteht sich ja von selbst. Das Wort des Führers wiegt alles Papier auf. Im Übrigen, wenn Sie mir am Ende dieser Sitzung sonst jemanden nennen können, der in der Lage ist, die vorhergesehene Lösung praktisch, ich betone praktisch, durchzuführen, und dazu noch in geordneter und anständiger Weise, dann wäre ich der Erste, der sagen würde, bitte, bitte nach Ihnen. Obergruppenführer, wir haben im Generalgouvernement 2,5 Millionen Juden. Ein erstrangiges und komplexes Problem in ehemals Polen. Werde ich dem Generalgouverneur zu melden haben, dass man ihm auf diesem Sektor, wie er es ausdrücken würde, hineinzuregieren gedenkt? Aber wir werden doch nicht in Ihr Problem hineinregieren, Herr Staatssekretär. Wir werden es Ihnen vom Halse schaffen. Das wird sich sehr schnell im Wohlgefallen auflösen und Sie werden uns am Ende dafür dankbar sein. Ihre Federführung gilt also für den gesamten Bereich der Zivilverwaltungen im Osten. Richtig. Wobei allerdings sichergestellt werden muss, dass der Wille zur Zusammenarbeit gegenseitig ist. Hören Sie noch zu, Sturmbannführer? Jawohl! Naja, um Missverständnissen vorzubeugen, der Herr Generalgouverneur ist durchaus kein Gegner eines rücksichtslosen Durchgreifens, weder in der Polen- noch in der Judenfrage. Wie Ihnen der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD im Gouvernement sicher gern bestätigt. Ja. Das Problem ist nur, schließlich hat man ihm erst unlängst im Ostministerium den, ich weiß nicht, ironischen Rat gegeben, liquidiert sie selber. Es ging darum, ob wir ihm oben im Ostland Juden abnehmen könnten. Wir können das nicht. Wir haben immer noch zu viele, trotz der Arbeit der Einsatzkommandos. Naja, es ist nicht so, als würde der Herr Generalgouverneur einer endgültigen Bereinigung der Frage reserviert gegenüberstehen. Im Gegenteil. Auf einer letzten Besprechung vor meiner Herreise betonte er nochmals nachdrücklich seine Bereitschaft, das Gouvernement Juden reinzumachen. Und zwar, wie er sagte, im Zusammenhang mit den vom Reich her zu beschließenden großen Maßnahmen. Es gehe darum, dieser außergewöhnlich großen Zahl von schädlichen Fressern, wie er drastisch formulierte, in Polen Herr zu werden. Es ist also eine Frage der Maßnahmen. Genau das ist es, meine Herren. Wir haben die Frage der Maßnahmen beantwortet und deshalb sind wir hier. Wir haben die Mittel, die Methoden, die Organisation, die Erfahrung und die Menschen und wir haben die Entschlossenheit. Nun, meine Herren, wir befinden uns heute in einem historischen Augenblick unseres Kampfes gegen das Judentum. Viermal hat der Führer über den Reichsdeutschen Rundfunk seinen Willen bekundet, die jüdische Schuld am deutschen Volke mit der Vernichtung des Judentums in Europa zu ahnden. Der Führer sieht sich als ein Robert Koch der Politik, der den tödlichen Bacillus ausrottet, um den Organismus zu retten. Sie oder wir, das ist die Frage. Nun, was ist bisher geschehen? Lassen Sie mich kurz rekapitulieren. Wir haben die Juden A. durch das umfassende Judengesetzgebungswerk, vornehmlich des Innenministeriums, Stück für Stück und unbarmherzig aus allen Lebensgebieten des deutschen Volkes hinausgedrängt. Und wir haben sie B.
auch aus dem Lebensraum unseres deutschen Volkes mehr und mehr hinausgedrängt. Einmal durch teilweise Überführung in Konzentrationslager, zum anderen, indem wir, insbesondere dank der organisatorischen Leistung von Obersturmbannführer Eichmann, indem wir bis in den Krieg hinein 537.000 Juden aus dem Reich zur Auswanderung brachten. Und schließlich und endlich haben wir C, seit Beginn des Krieges, im Osten einige hunderttausend polnische, baltische und russische Juden der physischen Vernichtung zugeführt. Sie, meine Herren, aus Parteikanzlei, Reichskanzlei, Auswärtigem Amt, Generalgouvernement und Ostministerium, wurden ja laufend darüber unterrichtet durch die Ihnen seitens der Geheimen Staatspolizei zugestellten Tätigkeitsberichte unserer Einsatzkommandos. Ich darf an dieser Stelle begrüßen den Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Generalbezirk Lettland, SS-Sturmbannführer Dr. Lange. Kamerad Lange kommt unmittelbar aus dem nördlichen Einsatzgebiet und hat maßgeblichen Anteil an den bisher durchgeführten Aktionen. Ich darf im Namen aller Anwesenden dem Kameraden Lange unsere Anerkennung und Hochachtung ausdrücken. Ja, also, bei diesen und anderen Aktionen wurden bereits jene Erfahrungen gesammelt, die im Hinblick auf die kommende Endlösung der Judenfrage von zentraler Bedeutung sein werden. Denn der Reichsführer SS hat jede weitere Auswanderung von Juden strikt untersagt. Und die noch im Reichsgebiet verbliebenen Juden, wie das gesamte europäische Judentum in unseren heutigen und künftig zu erwartendem Einflussbereich, werden ab sofort nach Osten evakuiert und der Endlösung zugeführt. Analog den russischen Juden? So könnte man es nennen. Verzeihung, Obergruppenführer. Heißt das, dass wir nun auch noch mit Juden aus den anderen europäischen Ländern rechnen müssen? Sie werden sich auf die bei weiterem Vorrücken der Front anfallende Ostjuden konzentrieren müssen. Gilt das für alle Einsatzgruppen? Für alle, ja. Das heißt, Sie werden sogar umgekehrt an die Endlösungsräume abgeben können. Ich habe richtig verstanden. Das Ostland ist also nicht der Ort der Endlösung. Naja, nun nicht alle können nun die Lorbeeren ernten, meine Herren. Die Endlösungsräume, das sind also wir. Einiges wird sich im östlichen Bereich des Gouvernements abspielen, ja. Wo bitte? Wo Hund und Katz sich gute Nacht sagen. Vor allem mal beim Lubliner Raum. Und der Oberführer Schöngard. Sie sagten mir nichts. Ich weiß nichts. Das würde die, dem Generalgouverneur vom Führer ausdrücklich zugesagte, unabhängige Regierungsverantwortlichkeit tangieren. Sie sind ja auch in keinerlei Weise zuständig, Oberführer Schöngard. Zuständig ist vielmehr ein höherer SS- und Polizeiführer, der zwar nicht dem Gouverneur, auch nicht mir, sondern dem Reichsführer SS direkt unterstellt ist. Obergruppenführer Globotschnik wird im Lubliner Raum gesehen. Sie haben richtig gesehen. Es sind größere Baumaßnahmen im Gange, zu denen uns der Zutritt verwehrt wird. Möglich. Bei der offenbar ins Auge gefassten Größenordnung der Maßnahmen... Trotzdem wird sie nichts tangieren, da wir außerordentlich rasch, wirksam und geräuschlos zu verfahren gedenken. Dennoch... Und selbstverständlich wird von höchster Stelle absolute Kooperationsbereitschaft in dieser Lebensfrage des Reiches vorausgesetzt. Meine Herren... Eine kleine demografische und geografische Übersicht, damit wir uns ein Bild machen können, womit wir es qua Jude in Europa zu tun haben. Wir haben hier eine Karte mit Rot, dem Reichsgebiet am Vorabend des Krieges. Lassen Sie mich kurz rekapitulieren. Hier der derzeitige Frontverlauf im Osten, dahinter weiß die unter deutscher Zivilverwaltung stehenden eroberten Ostgebiete, in Rosa die dem Reich eingegliederten Gebiete, Rot schraffiert senkrecht die im übrigen Europa militärisch besetzten Gebiete und schließlich und endlich Rot schraffiert waagrecht die mit uns verbündeten oder von uns beeinflussten Länder. Was sich nun über die ganze Karte wie Fliegendreck hinsprenkelt, meine Herren, soll Ihnen die jeweilige Dichte des jüdischen Bevölkerungsanteils vor Augen führen. Das ist es, womit wir es heute zu tun haben. Und je weiter wir in diese Gebiete zwischen Riga im Norden und Odessa im Süden vorgerückt sind, desto kompakter trat uns der jüdische Gegner entgegen. Diese Herrschaften haben sich da seit Jahrhunderten in unglaublicher Weise breit gemacht. In meiner Heimatstadt Odessa, wenn ich anmerken darf, gibt es allein 70.000 jüdische Einwohner. Gab es? Wie viele? Hat es gegeben. Ja, natürlich. Pardon. Also, um es kurz zu machen, meine Herren. Unsere Einsatzgruppen haben nun den Truppen immer dicht auf den Fersen dieser Judenkonzentration.
mit einem ersten unerhörten Schlag praktisch beseitigt. Wir haben dabei den alten Antisemitismus der dortigen Bevölkerung mit gewissen provokatorischen Maßnahmen geschickt in unsere Dienste. Eine Zwischenfrage, Obergruppenführer. Die Erfolge erscheinen kaum vorstellbar. Wie groß ist so eine Einsatzgruppe? Wie arbeitet sie? Darf man das erfahren? Kamerad Lange, Telegramm aber bitte kurz. 4 Einsatzgruppen zu je 1000 Mann. Zusammensetzung Waffen-SS, SS-Reservisten, Gestapo, Kripo, Aupo, SD. 2 Dutzend weibliche Angestellte. Die Gruppen operieren in Kommandos aufgeteilt. Der Erfolg beruht auf einer Kombination von Organisation, Überraschungseffekt, Täuschung und kompromissloser Vernichtungswille. Sicher eine enorme seelische Belastung, Sturmbannführer. Na, Zuckerlecken ist es nicht, aber Befehl ist Befehl, Herr Ministerialdirektor. Wir treten also von der Grobarbeit in eine zweite Phase der Feinarbeit ein. Und dabei sind wir natürlich angewiesen auf eine harmonische Zusammenarbeit mit den Zivilverwaltungen. Harmonisch. Herr Gauleiter, Herr Reichsamtsleiter, wir rechnen mit Ihnen. Und was die Endlösung insgesamt betrifft, ebenso mit Ihnen, Herr Staatssekretär, wie gesagt. Denn was zu lösen ist, das wird hier gelöst, hier in diesen Gebieten hier. Am Arsch der Welt, wie meine Männer sagen. Noch dazu unter dem Deckmantel des Kriegsgeschehens sozusagen im Pulverdampf verborgen, war schon manches Ungewöhnliche möglich. Es ist deshalb auch der Wille des Reichsführers SS, dass eben dort in einem Aufwasch die Gesamtbereinigung der Judenfrage zur Durchführung gelangt. Und die Zahl der betroffenen Juden, meine Herren, beläuft sich auf summa summarum 11 Millionen. Also 11 Millionen, wie setzen... Ich bitte Gehorsam zum Verzeihung, Obergruppenführer. Ich hoffe, Sie waren bei der Berechnung der Zahlen geschickter, Eichmann. Also 11 Millionen, wie setzen Sie sich zusammen? Wir haben hier die Zahlen, einige Beispiele. Altreich verblieben 130.000, Ostmark 43.000, Protektorat 75.000, Gesamtrussland, der dickste Brocken 5 Millionen, aber auch noch große Zahlen im Generalgouvernement, rund 2,5 Millionen, große Zahlen auf dem Balkan, lassen Sie mich mal sehen. Circa 1,6 Millionen. Und im Westen etwa Frankreich, besetzt 165.000, unbesetzt auch noch eine schöne Aufgabe, 740.000. Und im Hinblick auf die Gesamtneuordnung Europas, die ja nun mehr oder weniger auf uns zukommen wird, sind hier ebenfalls zahlenmäßig erfasst die noch nicht besetzten Länder wie England mit 330.000 oder die Neutralen wie die Schweiz mit 18.000 Angehörigen des auserwählten Volkes. Donnerwetter. Unglaublich, das Ausmaß der Verseuchung. Das ist ja furchtbar. Noch. Eine Frage. Woher bekomme ich die Zahlen? Hier. Hier ist die Tabelle. Danke. Was sind das für Zahlen? Aus den Archiven des Judenreferates der Gestapo. Und das Auswärtige Amt hat auf Wunsch von Kamerad Eichmann ebenfalls beigesteuert. Und diese Angaben sind verlässlich? Ja, die dürften ungefähr hinhauen, Herr Ministerialdirektor. Jedenfalls, was hier vor uns steht, ist eine in der Weltgeschichte nie dagewesene Organisationsaufgabe. Ja, aber wie soll das vor sich gehen? Na, wie folgt. Im Zuge der praktischen Durchführung der Endlösung wird Europa von Westen nach Osten systematisch durchgekämmt. Die Juden werden Zug um Zug in Sammellager konzentriert, von dort aus Zug um Zug nach Osten evakuiert und dort Zug um Zug ihrer Bestimmung zugeführt. Eine Frage. Die Transportverhältnisse, die Rüstungsaufgaben... Ja, der Transport von Millionen Menschen. Wird nicht die Wehrmacht dadurch behindert? Wir haben da jetzt schon täglich unseren Ärger. Ja, eben. Ich möchte fragen dürfen. Haben SS, Gestapo, SD, Kripo und Orpo in einem Augenblick, da wir an der Ostfront vor gewissen militärischen Problemen stehen, eine Präferenz vor der kämpfenden Truppe? Ich denke an die Nachschubprobleme, von denen mein Sohn, Stabsoffizier im Mittelabschnitt, mir berichtet. Herr Ministerialdirektor, es geht nicht um Präferenzen. Die Endlösungsmaßnahmen rangieren gleichrangig mit allen anderen Kriegsanstrengungen. Sie sind ein Teil von ihr. Wir führen den Krieg gegen den inneren und den äußeren Feind gleichzeitig. Es handelt sich nicht um einen Luxus, den wir uns neben unseren militärischen Anstrengungen leisten. Wo immer wir den Juden bekämpfen, kämpfen wir für das Reich. Ich zweifle nicht daran, Gruppenführer, dass alle Anwesenden Ihnen aus vollem Herzen zustimmen. Also eine Personalfrage gibt es nicht, da wir mit einer Handvoll Leute für das Ganze auskommen. Und was die Transportfrage betrifft, von der ja mehr oder weniger alles abhängt, so kann Sie vielleicht mein Judenreferent, Obersturmbannführer Eichmann, gleich selbst ins Bild setzen. Er ist gewissermaßen unser Spediteur. Cognac.
Bitte Vortrag, kurz, a tempo. Als Judenreferent im Amt Römisch 4 B4 des Geheimen Staatspolizeiamtes im Reichssicherheitshauptamt obliegen meiner Federführung die Erfassung und der Transport der zu deportierenden Juden. Nach bewährter Praxis im Reichsgebiet erfolgt, von uns aus portionsweise gesteuert, die Erfassung durch die örtlichen Polizei- und Gestapo-Stellen nach folgendem Schema. Nachdem der Jude registriert, gemeldet und abgeteilt ist, wird er zum Stichzeitpunkt in Haft genommen. Er liefert seinen Wohnungsschlüssel ab, unterschreibt einen Vermögensverzicht zugunsten des Reiches und begibt sich mit einem Handkoffer und maximal 50 Reichsmark Bargeld zur Sammelstelle, in der Regel an ein abgelegenes Anschlussgleis, wo er einwaggoniert wird. Der Transport selbst erfolgt nach vorheriger Absprache mit dem Verkehrsministerium, dem Transportkommando der Wehrmacht und der Fahrplankonferenz der Reichsbahn. Hierbei geben wir aus Gründen der besseren Überwachung durch das Begleitpersonal dem Transport in Güterwagen den Vorzug. Die Erfassung und der Transport erfolgen nach vorheriger Koordinierung mit der Aufnahmekapazität der Zielräume des Ostens, seien es nun Ghettos, Arbeitslager, Durchgangslager oder im Endeffekt direkte Aktionen. Transportengpässe sind in der Regel nicht zu besorgen, da wir vorrangig nur die sonst leer zurückrollenden Güterwagen beanspruchen werden, mit denen russische Zivilarbeiter herangeführt werden. Es findet praktisch ein Austausch statt. Russe gegen Jude, Jude gegen Russe. Allerdings ist im Anfang und bis an die Reichsgrenze aus optischen Gründen auch der Personenzug als Abschubmittel einkalkuliert. Na dann, Prost, meine Herren. Wohlsein. Jetzt wissen wir doch wenigstens, wo man noch lebt, wie Gott in Frankreich. Habe ich recht, Gruppenführer? Wohlsein. Ihr Dienstkeller vom Privaten ganz zu schweigen soll ja auch nicht gerade gehend leer sein. Das wäre doch schöner. Besuchen Sie mich. Besuchen Sie mich. Noch eine kleine Frage. Warum unterschreiben die Juden einen Vermögensverzicht? Der Ordnung halber. Sie verlieren nach der 11. Verordnung doch sowieso Ihr Vermögen mit der Staatsbürgerschaft bei Grenzübertritt. Ja, aber der Übertritt ist ja nicht ganz freiwillig. Auch psychologische Gründe. Penible Formalitäten besänftigen, es ist elegant. Bezüglich der Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben. Es wäre wenig gewonnen, wenn wir auf der einen Seite Massen von ungelernten Fremdarbeitern hereinholen, jüdische Rüstungsfacharbeiter aber gleichzeitig abstoßen würden. Ja, solange sie uns nützen, sollen sie bleiben, aber nur die. UK-Stellung von Rüstungsjuden, aber unter Beteiligung der Parteikanzlei. Natürlich. Ich möchte, dass das ins Protokoll kommt, beides. Jawohl, Obergruppenführer. Ich frage mich die ganze Zeit, ob Sie nicht Lust hätten, bei mir in Prag zu arbeiten. Sie sind ja eine wahre Augenweide. Danke, Obergruppenführer. Ich müsste nachdenken. Na, tun Sie das. Eine zweite Frage, Obergruppenführer. Bitte. Soweit es sich um die Arisierung jüdischen Vermögens handelte, hatte den Zugriff der bevollmächtigte Vierjahresplan. Was ist mit den nun anfallenden Restvermögen? Das sind Summen. Wir finanzieren damit die Operationen. Die Kosten. Es liegt schon vor Absprache. Mündlicher Vorgang, Himmler, Göring, Finanzminister. Danke. Einen Augenblick, meine Herren. Ich fühle mich ein bisschen überfahren. Mit Verlaub, nicht wahr? Ich sehe, Sie sind bereits dabei, das Fell des Bären zu verteilen. Ich würde doch erst gerne einmal erfahren, wie man ihn zu erlegen gedenkt. Warum? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. So ist es. Ich kann Ihre Frage gern beantworten, Herr Staatssekretär. Wir werden im Zuge der Endlösung den Juden im Osten unter entsprechender Leitung zum Arbeitseinsatz bringen. Wir werden ihn in großen Kolonnen, zu Fuß, unter Trennung der Geschlechter, versteht sich, Straßen bauend in diese Gebiete führen, wir werden ihn Steine brechen, wir werden ihn Sümpfe trockenlegen lassen und wir werden ihm auch Gelegenheit geben, in umfangreichen industriellen Unternehmungen, die unser Kamerad Pohl vom SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt gerade aus dem Boden stampft, ja, wir werden ihm auch dort Gelegenheit geben, kennenzulernen, was es heißt arbeiten. Hervorragend. Es ist ja auch wirklich nicht einzusehen, dass während unsere Männer im russischen Winter erfrieren, der Herr Israel und die Dame Sarah sich in sanatoriumsähnlichen Konzentrationslagern ein schönes Leben machen. Und selbstverständlich wird ein Großteil dieser Juden durch natürliche Verminderung ausfallen. Der verbleibende Restbestand aber, der widerstandsfähigste Teil, also der wird entsprechend behandelt werden müssen. Und warum, meine Herren? Weil er eine natürliche Auslese sonst als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus anzusehen wäre. Siehe die Erfahrung mit der Geschichte.
Nun, die Geschichte schreibt nicht mehr der Jude, die Geschichte schreiben jetzt wir, und zwar so, dass der Jude in Zeitkürze nicht mehr darin vorkommt. Die Wellen schlagen zu. Die Welt hat Ruhe, Donnerwetter. Obergruppenführer, ich bin beeindruckt. Völlig neue Perspektiven. Lösungen, ich möchte sagen, sensationell. Würdig wahrhaft aller großen und bedeutenden Visionen des Führers. Und dennoch, dies alles jetzt, der Kampf der Fronten, die Kriegsgefangene, die Rüstung, die Fremdarbeiter und nun die Juden. Übernehmen wir uns nicht? Wir nehmen uns noch mehr vor. Die Lösung der Judenfrage ist eines, die Neuordnung Europas ein anderes. Wir sind mittendrin, Beispiel Polen. Was ist geschehen? Liquidierungen. Polnische Intelligenz, Lehrer, geistliche Offiziere, Adel etc. zu einem nicht unerheblichen Teil bereits beseitigt, wird fortgesetzt und zwar auch weiterhin im Zusammenwirken mit den Dienststellen vor Ort. Was ist vorgesehen? Erstens Umvolkung. Freimachung Westpolens für Reichs- und Volksdeutsche, Austausch in Größenordnung 10 Millionen, Restpolen später dito, deutsches Siedlungsland. Zweitens Germanisierung. Wir, Rasse- und Siedlungshauptamt, sichten und sieben und sortieren die Polen nach Qualität in vier Kategorien. Sie werden in Mehrheit mit den Juden zusammen aufzureiben sein, in einer Minderheit als Arbeitsheerverwendung finden, für jene großen, gigantischen Bauprojekte, mit denen unser Führer dem neu gestalteten Europa für alle Zeiten den Stempel aufprägen wird, unserer germanischen Kulturgesittung. Drittens endlich Annullierung. Eingriffe geburtentechnischer und familienpolitischer Natur werden, was übrig blieb, dann an der Wurzel treffen und zum Verdorren bringen. Finis Poloniae. Bitte um Verzeihung, Obergruppenführer. Telefon. Der Reichsführer SS aus dem Führerhauptquartier. Danke. Meine Herren, wir haben nur noch zwei Themenkomplexe mehr ressortmäßiger Natur abzuhandeln. Da hierbei nicht jeder von Ihnen angesprochen sein wird, schlage ich vor, dass wir uns zwanglos bei einem kleinen Imbiss verproviantieren. Gut. Nicht kleckern, klotzen, so haben wir es doch am liebsten. Ein Tag, von dem man reden wird. Und wir sind dabei gewesen. Läuft gut, oder? Elegant. Es kommt das alles so unerwartet. Schnelle Entschlüsse, die Stärke des Führers. Oh, danke schön, das ist aber ganz heiß. Wie soll aber das Gouvernement mit diesen Judenmassen fertig werden? Was wollen Sie? Ist das Ihre Sache? Ich meine, diese Leute müssen doch erst einmal untergebracht werden, verpflegt. Unsere Ernten gehen ja ins Reich. Mich dürfen Sie nicht fragen. Ich liefere nur ab. Was sagen Sie, Gruppenführer? Die Gestapo hat damit nichts zu tun. Und Sie natürlich auch nicht. Ich? Oh nein. Unsere Ghettos sind überfüllt. Allein in Warschau eine 500.000 auf engstem Raum. Wir können die Leute nicht ernähren. Sie sterben weg wie die Fliegen. 20.000 in einem Jahr. Aber das, Herr Kollege, sollte doch wohl Ihre geringste Sorge sein. Seuchen grassieren. Sie fragen mich danach, ob einer Jude ist oder Arier. Regeln Sie die Ghettos doch einfach ab. Ach, längst geschehen. Aber die Arbeitsjuden, die außerhalb zur Arbeit gehen. Warum regen Sie sich auf? Sie hören ja, diese Sorgen werden Ihnen alle abgenommen. Vergessen Sie es doch einfach. Ja, Sie haben gut reden. Das Auswärtige Amt wird Sie überall los und wir kriegen Sie auf den Hals. Also wissen Sie, mich sollten Sie aber nicht angreifen. Ohne mein Zutun wären Ihre Probleme jetzt schon größer. Ach nein. Ja. Sie hätten jetzt schon Juden zum Beispiel aus Serbien. Wir sollten sie bekommen? 8000 Männer. Was ist mit Ihnen? Zu Ihrem Glück haben wir eine andere Lösung gefunden. Ein Fall des Kameraden Eichmann. Die Wehrmacht brauchte Geiseln. Nach Partisanen überfällen. Mhm. Wir haben gesagt, bedient euch. Juden als Geiseln für serbische Partisanen? Ist das wahr? Jude oder Partisan, Jacke wie Hose. Und Sie haben alle 8000? Das Oberkommando der Wehrmacht hat eine Quote festgesetzt. 200 Geiseln pro ermordetem Soldat. Also, es hat nicht einmal gereicht. 8000. Ihnen mag es nicht bedeutend erscheinen, aber uns hat es gelangt. Es war eine schwere Geburt, die Kompetenzen. Übrigens, auch Wirbel im Ausland. Auch der Vatikan ist angetreten. Der Vatikan? Der Nuntius kommt ja in Druckst herum, ob eine Unterhaltung über die Geiselerschießung von Belgrad ersprießlich sei. Das Auswärtige Amt hat ihm geantwortet, von allen ausländischen Stellen hat der Vatikan sich am klügsten verhalten. Bisher. Wieso? Er hat uns einfach nicht zur Kenntnis genommen. Und der Nuntius? Der Nuntius. Er habe den Gegenstand nicht wirklich berühren wollen, hege auch nicht den Wunsch, es künftig hinzutun. Um Gottes Willen, nein!
Meine Herren, ich bitte, sich kurz zu fassen. Meine Zeit ist knapp bemessen. Ich will nur noch die Frage der Auslandsjuden anschneiden und deren Behandlung, sowie die Frage der Mischlinge und rassischen Mischehen. Es wäre in der Tat hilfreich, die Reichskanzlei aus erster Hand zu informieren. Sind interministerielle Absprachen getroffen? Wir von Deutschland 3 sind für den nun eingetretenen Fall durch den Herrn Außenminister angewiesen, mit Gestapoamt Römisch 4B4 eng zusammenzuarbeiten. Als Judenreferent der Gestapo verständige ich mich schon jetzt laufend mit dem Judenreferenten B Römisch 3. Wie wird das im Einzelnen gehandhabt? Es ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Auslandsjuden wohnhaft im Reich, Auslandsjuden in den unter deutscher Hoheitsgewalt befindlichen Ländern und Auslandsjuden in befreundeten und beeinflussten Staaten. Hinsichtlich der heute noch im Reich ansässigen Auslandsjuden... Um wie viel handelt es sich? 40.000. Hinsichtlich dieser Leute ist zu sagen, dass der Reichsaußenminister, wie ich Ihnen Obergruppenführer hier mitteilen kann, zugestimmt hat, dass keinerlei Rücksicht mehr zu nehmen ist auf Interventionen ausländischer Regierungen, soweit es sich um Angehörige von Staaten handelt, mit denen wir uns im Krieg befinden, einschließlich der USA. Gut, erledigt. Protokoll? Hinsichtlich der im Reich ansässigen Juden aus befreundeten und beeinflussten Staaten ist zu sagen, dass wir aus Gründen der Courtoisie bei den Regierungen der Heimatländer angefragt haben, ob sie mit einer Abschiebung dieser Juden in den Osten einverstanden seien. Gehe jede Wette ein, Sie waren es. Tatsächlich liegen bisher positive Antworten vor aus Rumänien, Kroatien und der Slowakei. Die Bulgaren scheinen auch mitzuziehen. Die Slowakei meldet allerdings Ansprüche auf das Vermögen der betroffenen Juden an. Geld stinkt nicht. Das wurde gesagt. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Beauftragten für den Vierjahresplan. Wenn es die Abschiebung erleichtert, wird der Reichsmarschall zustimmen. Zumal es sich um nicht so erhebliche Summen handeln dürfte. Es sei denn, Sie, Obergruppenführer... Kleinvieh macht zwar auch Mist, aber bitte. Wir können also die im Reichsgebiet befindlichen Juden dieser vier Länder auskämmen. Jawohl, Obergruppenführer. Wie steht es zweitens mit den Juden... in den Gebieten unter deutscher Hoheitsgewalt? Behandlung Ostjuden, wie gesagt, im Ermessen Reichsführer SS über den höheren SS und Polizeiführer. Nochmal zur Klarstellung. Arbeiten die Befehlshaber der Sicherheitspolizei und SD mit ihm zusammen? Sie geben wohl nie auf, Oberführer, was? Es bleibt Ihnen noch genug zu tun. Arbeitsjuden, Restjuden, Partisanen, Polacken etc. etc. Nun weinen Sie mal nicht. Ich beklage mich nicht. Aber freuen Sie sich auch nicht zu früh, es wird immer noch einiges bei Ihnen hängen bleiben. Ich möchte gehorsamst um Auskunft bitten. Wie soll verfahren werden mit den Juden in den übrigen besetzten Gebieten? Maßnahmen stehen unmittelbar bevor. Wir haben es zunächst aber mit den aus dem Reichsgebiet geflüchteten Juden zu tun. 40.000 allein in Frankreich. Ach du lieber Gott. Wir haben sie wieder. Der Preis des Sieges. Leider gibt es diesmal außer ein paar Pappkoffern nichts mehr zu holen. Sie sind im besetzten wie im unbesetzten Frankreich bereits interniert. Wir haben Zugriff auf beide. Kein Widerstand mehr seitens Militärbefehlshaber, Botschafter oder Franzosen. Man hat dort keine Kenntnis von der Natur der Entlösungsmaßnahmen. Aber woher denn? Es wird von Abschiebung, Evakuierung, Verschickung zum Arbeitseinsatz im Osten gesprochen. Das ist die Sprachregelung. Was ist mit den in den besetzten Gebieten beheimateten Juden? Hier bestehen teilweise noch Probleme. Apropos Frankreich, wegen der französischen Juden gab es ein Gedröhne von Seiten des Militärbefehlshabers, der keine Unruhen wollte. Ich bin darüber mit dem Oberkommando der Wehrmacht zusammengerasselt und übereingekommen, freie Hand für alle Judenmaßnahmen in Frankreich. Eichmann? Verstanden, Obergruppenführer. Also machen Sie mal Dampf. Die übrigen Länder. Holland. Probleme, aber nicht nennenswert. Belgien? Geht in Ordnung. Luxemburg? Alles klar. Griechenland? Soweit nicht von Italien besetzt zu machen. Serbien? Das Auswärtige würde die Bereinigung der serbischen Restjudenfrage begrüßen. Hier sollte man vielleicht ansetzen. Serbien wäre dann das erste Land, das wir dem Führer als Juden freimelden könnten. Das zweite? Obergruppenführer, ich melde Estland. Judenfrei, schon bekannt. Was, Sie haben schon? Wir sind im Bilde, Gauleiter. Na schön. Ich werde wohl melden dürfen, was wir gemacht haben. Das ist immerhin unser Territorium. Aber unsere Chose. Erhalten wir... Einsatzgruppenberichtkopien an Zentralinstanzen nach Verteilerschlüssel wie üblich. Moment, meine Herren. Serbien, Judenrein, das wäre interessant. Die Arisierungen sind bereits durchgeführt. Konzentration ist erfolgt. Kleine Quote. Mhm. 20.000.
Es handelt sich im Wesentlichen nur noch um die Frauen, Kinder und alten Leute der von den Geiselerschießungen betroffen gewesenen 8000 Männer. Was ist mit Ihnen, Gauleiter? Wollen Sie die Leute haben? Ghetto vorübergehend? Also, offen gestanden. Und Sie? Wie ich schon sagte, darf ich einen Augenblick bitten, Herr Staatssekretär? Müller, Eichmann. Sie auch, Lange. Verlieren wir doch keine Zeit, meine Herren. Wir setzen für die restlichen 20.000 serbische Juden den Gaslaster ein, der für Riga gedacht war. Ja, aber... Die serbische Regierung, müssen wir die irgendwie bedienen? Nichts, Marionette. Ich habe mir verstanden. Müssen wir die irgendwie bedienen? Doch. Ja. Den Militärbefehlshaber übernehme ich selbst, auch Einsatzgruppenchef. Ich veranlasse Unterrichtung Hörers ist durch Reichsführer. Kommandochef? Ich erlaube mir vorzuschlagen, Obersturmanführer Dr. Schäfer. Elegant. Wer den Sender Gleiwitz in die Luft jagt, macht doch das diskret. Wann kann der an Marsch gesetzt werden? 2 Tage. Gut, erledigt. Obergruppenführer, die Gaslaster... Irgendwelche Einwände? Selbstverständlich nicht, Obergruppenführer. Improvisieren Sie inzwischen. Zu Befehl. Herr Ministerialdirektor. Ja, da ist noch... wie steht es mit den Juden in den befreundeten bzw. von uns abhängigen Staaten? Wie wollen Sie diese zur Herausgabe Ihrer Juden veranlassen? Es zahlt sich nun die jahrelange Politik aus, diese Staaten auf antisemitischen Kurs zu bringen. Es zahlt sich aus, dass wir einige veranlassen konnten, Judengesetze nach deutschem Vorbild zu erlassen. Und es zahlt sich aus... Dass wir sie hinsichtlich ihrer Juden im Reich zu unseren Komplizen gemacht haben, ist erst das Eis gebrochen, lassen Sie leichter über Weiteres mit sich reden. Niemand bezweifelt Ihre Tüchtigkeit, Herr Staatssekretär. Ich erwähne das nur der Vollständigkeit halber. Ich begrüße wirklich jede Information. Die Reichskanzlei als Verbindungsstelle zwischen den Zentralinstanzen vermag nur bei entsprechendem Informationsstand angemessen zu agieren. Also wir verschweigen Ihnen nichts. Das Auswärtige Amt geht so vor, dass wir erstens bei den in Frage kommenden ausländischen Regierungen, meist von mir aus der SA ausgewählte Gesandte platziert haben, die für die notwendigen rassepolitischen Initiativen garantieren. Ich darf Ihnen namens der Parteikanzlei bestätigen, dass es Ihnen gelungen ist, im Herrenclub der Diplomaten nationalsozialistischen Persönlichkeiten Spielraum zu verschaffen. Danke. Diese Persönlichkeiten in Ihrer Auslandsmission unterstehen der Parteikanzlei. Nur Leihgabe unsererseits. Wir, das Auswärtige Amt, zweitens, erfreuen uns der Unterstützung durch das Reichssicherheitshauptamt, das durch speziell geeichte Judenberater aus den Reihen der SS unserer Tätigkeit an den ausländischen Regierungssitzen Nachdruck verleiht. Das Auswärtige Amt hat Kompetenzen an die SS abgetreten. Der Auftrag der Judenberater endet doch mit der Lösung der Judenfrage. Und diese Leute sind Ihnen unmittelbar verantwortlich? Ja, meinem Judenreferenten. Obersturmbannführer Eichmann ist also doch ein bisschen mehr als Spediteur. Er ist ja auch in Serbien tätig geworden. Nur eine Anregung meinerseits. Wo gibt es Judengesetze bisher? Slowakei, Kroatien, Rumänien. In Slowakei auch Konzentrierungen in bisher 3 Arbeitslagern. Und was ist in diesen Fällen mit dem Judenvermögen? Es wird den Regierungen als Lockköder angeboten. Das sind Milliarden. Das ist höherenorts schon geklärt. Wir behalten indirekt oder später den Zugriff. Wir streben in jedem Falle die Zahlung eines Kopfgeldes in bar für jeden deportierten Juden an. Als Beitrag zu den Kosten des Transportes und Unterhalt ist im Osten. Aber hoffentlich auch weiterhin nicht von Italien, das wäre eine Katastrophe. Die Empfindlichkeit der Italiener ist wirklich noch schlimmer als die der Dänen und Bulgaren. Die gehen für jeden einzelnen Juden auf die Barrikaden, eine grauenhafte Mentalität. Es ist höchste Zeit, dass unsere Verbündeten begreifen, was die Stunde geschlagen hat. Wie steht die Sache, Kotzi? Nicht schon wieder, bitte. Was ist damit? Es erging Beschwerde seitens des italienischen Generalkonsuls in Danzig dagegen, dass eine Italienerin namens Jenny Kotzi, eine Jüdin, in das Ghetto von Riga überstellt wurde. Und? Sie war mit einem hohen italienischen Offizier verheiratet, der verstorben ist. Ach so. Ich habe das bearbeitet. Die Italiener forderten ihre Freilassung und Rückkehr nach Italien. Haben Sie meinen Brief erhalten? Ja. Ich habe durch meinen Stellvertreter das Auswärtige Amt wissen lassen, dass wir dem Ersuchen nicht stattgeben können. Zumal zu befürchten ist, dass die Jüdin Kotzi die Verhältnisse im Ghetto Riga in Italien zu gräuelpropagandistischen Zwecken ausbeutet. Und das würde unsere Position beim italienischen Verbündeten noch erschweren. Wir haben den italienischen Generalkonsul in Danzig gebeten, von weiteren Demarschen in der Sache Abstand zu nehmen.
Aber für die Italiener handelt es sich hier offenbar um eine Art Ehrenschuld gegenüber dem verstorbenen Offizier. Inzwischen hat sich auch die italienische Botschaft an uns gewandt und verlangt, dass wir unsere Entscheidung überprüfen. Jetzt verstehe ich, warum die Italiener ohne uns keinen Krieg gewinnen. Demnächst drückt der Duce selber an. Die faschistische Partei hat es bereits in der Parteikanzlei getan. Wir haben an Gestapo römisch 4b4 verwiesen. Ich habe daraufhin Befehl gegeben, die Kotzi bleibt. Befehl ausgeführt. Also ich habe nicht die Absicht, mich mit 11 Millionen Kotzi-Damen herumzuschlagen. Sie steht immerhin für 58.000 italienische Juden. Das kann ein Präzedenzfall werden. Ich habe Termin mit dem Chef der Polizei des Duce. Wenn das Auswärtige Amt keine Einwände hat, werde ich alle Italien betreffenden Fragen anschneiden. Wir würden nur um Unterrichtung bitten, Obergruppenführer. Erfolgt. Im Protokoll? Im Protokoll. Sie denken noch nach? Ich denke noch, Obergruppenführer. Noch Fragen, Judenausland? Nein, danke. Keine Hundeliebe mehr in Deutschland. Meine Herren, Voraussetzungen für alle Maßnahmen ist eine klare Abgrenzung des gemeinten Personenkreises. Ja, gemäß den Nürnberger genug, ist es nur wegen meiner Grippe. Gemäß den Nürnberger Gesetzen sind bekanntlich die Halbjuden den Deutschen gleichgestellt und somit von allen speziellen Judenmaßnahmen ausgenommen. Das soll sich ändern? Ja, das soll sich ändern. Grundlage einer neuen Regelung könnte dieses Schreiben sein, das mir seitens der Reichskanzlei zugegangen ist. Vielleicht darf ich Sie bitten, Herr Ministerialdirektor, den Inhalt doch mal kurz zur Kenntnis zu bringen. Sie haben doch sicher einen Durchschlag. Ja, ja, ich habe ihn. Es geht hier um die Behandlung der Mischlinge ersten Grades, also der sogenannten Halbjuden. Ich zitiere: Mischlinge ersten Grades sind im Hinblick auf die Entlösung der Judenfrage den Juden gleichgestellt. Moment mal. Halbjuden gleichgestellt mit Volljuden? Aber, meine Herren, das stellt ja alles auf den Kopf, was das Innenministerium seit 6 Jahren vertreten hat. Mit Gründen, meine Herren. Verzeihen Sie, Herr Staatssekretär, es geht noch weiter. Es sind ja Ausnahmen vorgesehen. Ausnahmen oder nicht. Wir können nicht plötzlich die Halbjuden schlechter stellen, zum Tragen des Judensterns zwingen und sie nun, sagen wir mal, abschieben. Das ist völlig ausgeschlossen. Aber so hören Sie doch erst einmal zu. Es heißt hier, von dieser Behandlung sind auszunehmen A. Halbjuden, die mit Deutschblütigen verheiratet sind. Das besteht sich ja wohl von selbst. Insofern sie mit ihnen Kinder als Vierteljuden haben. Unannehmbar. Und B? B sind ausgenommen Halbjuden, für die von höchsten Stellen der Partei und des Staates aufgrund ihrer besonderen Verdienste auf lebenswichtigen Gebieten der Arierstatus gewährt wurde. Sehr großzügig. Allerdings ist weiterhin vorgesehen, jeden dieser Fälle nochmals zu überprüfen. Unter welcher Federführung? Selbstverständlich der Ihrigen, Herr Staatssekretär. Im Zusammenwirken mit der Parteikanzlei? Ja, sicher. Wobei nicht auszuschließen ist, dass mit einer neuerlichen Entscheidung der den Halbjuden gewährte privilegierte Status wieder zurückgenommen wird. Sieh mal an. Meine Herren, mit Ihrer Erlaubnis eine drastische Frage. Auf welchem Mist ist denn dieses Papier gewachsen? Doch nicht auf dem Ihrigen, Herr Kollege. Auf unserem. Partei. Braunes Haus. Die Reichskanzlei betrachtet es als ein Arbeitspapier. Es dient zur Diskussion. Ihre Stellungnahme, meine Herren. Vom außenpolitischen Standpunkt ist es völlig gleichgültig, ob die Mischlinge bleiben oder gehen. Der Reichsminister würde sicher zustimmen, wenn sichergestellt ist, dass es uns keine unersetzbaren Rüstungsfacharbeiter kostet. Darüber können wir reden. Das Justizministerium steht der gesetzmäßigen Abwicklung aller notwendigen Maßnahmen nicht entgegen. Ich darf wohl im Namen aller Kameraden der SS-Hauptämter sagen, die Lösung der Mischlingsfrage ist im Interesse der völkischen Hygiene und rassischen Flurbereinigung überfällig. Wir sind der Meinung, dass mit dieser Zwischenrasse aufgeräumt werden muss. Es erscheint uns keineswegs tragbar, sie als solche länger am Leben zu halten. Sie stellt die Verwaltung vor ständig neue Probleme. Dafür haben wir keine Zeit mehr. Ich kann deshalb parteiseits und namens des Braunen Hauses, nicht wahr, die bindende Erklärung abgeben, dass der Vorschlag, die Halbjuden endlich den Juden gleichzustellen, absolut in Ordnung geht. Sie finden es in Ordnung, dass wir jeden einzelnen Mischlingsfall nochmals überprüfen und das jetzt mitten im Krieg? Haben Sie eine Ahnung, was das erst für ein Verwaltungsaufwand sein wird? Wir müssen ja nun alle etwas mehr leisten als gewöhnlich, nicht wahr? Wäre es nicht sinnvoller, es beispielsweise an der Front zu tun? Meine angenehmere Arbeit als die des Frontsoldaten in diesem Winter ist es allemal. Ich scheue weder Arbeit, Gauleiter, noch den Dienst an der Waffe. Ich habe leider vergeblich zu wiederholten Malen um eine Frontverwendung nachgesucht.
was vielleicht nicht jeder von sich sagen kann. Gruppenführer Müller hat bereits darauf hingewiesen, dass der Kampf gegen die Juden den gleichen Rang einnimmt. Sollte er wenigstens. Da brauche ich mich ja wohl am wenigsten zu verstecken. 5 Pfund Judensondergesetzgebung aus meiner Abteilung. Bis hin zum Verbot, den deutschen Wald zu betreten oder einen Kanarienvogel zu halten. Das dürfte wohl genügen. Und bei allem immer ausgenommen die Halbjuden, die Mischlinge. Eine entgegenstehende Führerweisung ist mir nicht bekannt. Aber sie ergibt sich doch aus dem Begriff der Endlösung von selbst. Ja, für Sie. Für mich nicht. Um wie viele Hanseln geht's denn da überhaupt? Halbjuden? Im Reichsgebiet stand 39, 72.000. Ach, du lieber Gott. Und die Familienangehörigen, das macht dann Hunderttausende. Die sind doch überhaupt nicht direkt betroffen. Also was brauchen wir da eine Führerentscheidung? Hat der Führer nichts anderes zu tun? Es genügt für eine richtige Entscheidung durchaus die richtige weltanschauliche Orientierung, nicht wahr? Verehrter Parteigenosse, dass ich im Braunen Haus seit eh und je als Judenfreund verschrien bin, ist ja nichts Neues. Nur wird es durch immer neue und feinsinnige Anspielungen auch nicht wahrer. Der Reichsführer SS hätte mir sonst wohl kaum den Rang eines Ehrenführer SS verliehen. Ich würde sagen, ältere Animositäten zwischen Partei und Ministerialbürokratie führen uns jetzt nicht weiter. Bitte, Herr Staatssekretär. Ich danke Ihnen, Obergruppenführer. Wenn ich die Aufmerksamkeit auf einige mit dem Mischlingsproblem verbundene Fragen lenken möchte, dann selbstverständlich nur im Interesse des deutschen Volkes. Im Interesse des deutschen Volkes? Diese Bastarde? Es geht hier nicht um mein Privatvergnügen, sondern um rechtliche Bestimmungen, die ich schließlich nicht allein ausbrüte. Ich sehe es so, dass der Buchstabe des Gesetzes notwendige Entwicklungen nicht blockieren sollte. So ist es. Inzwischen muss ich mich in meiner Straße von einem hergelaufenen Halbjuden mit Heil Hitler grüßen lassen. Das darf er nicht. Nein? Nein. Haben Sie Namen und Adresse? Mit Vergnügen. So unerhört. Der Blutschande sind ja Tür und Tor geöffnet. Man wird sich da schwer herausreden können. Nicht zu fassen. Die Leute kennen die Bestimmungen doch ganz genau. Den kaufen wir uns dann. Sie waren unterbrochen, Herr Staatssekretär. Natürlich unterliegt es keinem Zweifel, dass jüdisches Blut, auch soweit dessen Träger Halbjuden sind, aus dem deutschen Blutstrom auszuscheiden ist. Aber nicht nur aus dem deutschen, aus dem gesamteuropäischen, darum geht es heute. Ich habe das sehr gut verstanden, Gruppenführer, aber ich kann von meiner Zuständigkeit her nur zu den Mischlingen im Reichsgebiet Stellung nehmen. Aber was hier beschlossen wird, gilt ja dann auch draußen im Ausland. Und da handelt es sich dann um mehr als ein paar von diesen Hanseln hier, um vielleicht 6-stellige Zahlen. Wenn das mal reicht, Herr Staatssekretär. Wenn ich mir erlauben darf, das tangiert dann schwerstens auch die Transportdispositionen. Ich weiß nicht, ich vermag nicht zu beurteilen, ob ein notwendiger Konnex zwischen Inland und Ausland besteht, aber... Ich kann nicht zu den Rumänen, den Ungarn, den Bulgaren sagen, Kinder, übernehmt unsere Judengesetze, aber natürlich lassen wir auch mit uns darüber reden. So kann man das nicht machen. Da wäre ja kein Ende abzusehen. Entweder ganz oder gar nicht. Der Judenbegriff muss für immer und für überall gelten. Er würde im Osten nichts nützen. Wir können dort nicht feststellen, wer Jude oder Halbjude ist. Dazu fehlen die Unterlagen. Ach, wenn uns eine Nase nicht passt, dann ist das Unterlage genug. Ein etwas grobes Raster, finden Sie nicht? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Notfalls greifen wir auf die Musterungsexperten des Rasse- und Siedlungshauptamtes zurück. Bitte sehr, jederzeit. Die Neuordnung dieses Raumes, meine Herren, wird sich sowieso in etwas anderen Dimensionen abspielen, als Sie sich vielleicht vorstellen. Wir haben nicht die Absicht, Mongolen und anderen Untermenschen eine pfleglichere Behandlung angedeihen zu lassen als diesen 11 Millionen hier. Was wir brauchen, nicht wahr, ist hartes, rücksichtsloses Durchgreifen. Was wir nicht brauchen, sind Glacé-Handschuhe. Sie und ich sitzen hier warm in der Etappe. Ich weiß nicht, ob es uns wohl ansteht, den Helden zu markieren. Sehr richtig. Und schon gar nicht den Schutzpatron. Meine Herren, vielleicht sollten Sie Ihren kleinen Privatkrieg dann später unter sich fortsetzen. Es geht nicht um mich, es geht um eine Dienststelle. Ihretwegen lege ich Verwahrung an. Der Mann macht die Dienststelle. Als Beamten obliegt mir die korrekte Abwicklung meiner Dienstgeschäfte. Nur darum geht es und durchaus nicht um unangebrachten Philosemitismus meinerseits. Damit das nun in aller Deutlichkeit gesagt ist. Es liegt nichts gegen Sie vor, Herr Staatssekretär. Gut. Ich darf namens des Innern aufmerksam machen, dass durch die Nürnberger Gesetzgebung die blutmäßigen Halbjuden bereits sortiert sind. Soweit gewisse Merkmale ihre Hinneigung zum Judentum dartun, gelten sie als Volljuden. Also, wenn sie etwa den mosaischen Glauben haben oder aber einen volljüdischen Ehepartner. Dadurch ist ein nicht unerheblicher Teil der Halbjuden bereits abgestoßen. Wie erheblich? Circa 8000. Im Reichsgebiet? Inklusive Ostmark und Protektorat. Die stehen also per se für die Endlösung zur Verfügung. 8 Eisenbahnzüge, es wird ja. Na schön, 8000 von... Wie viel Halbjuden waren das insgesamt? 72.000.
Und 72.000 minus 8 macht 64.000 zum Abtransport. Unter Ihnen befinden sich 45.000 wehrfähige Männer, drei Divisionen. Sie wollen den Krieg doch nicht mit dieser Mischpoke gewinnen. Also meine Idee war es nicht, Sie an die Front zu schicken. Wie viel davon tatsächlich in der Wehrmacht? Vielleicht 10.000. Ja, macht 54.000. Die meisten von Ihnen sind in Wehrwirtschaft und Rüstung arbeitsdienstverpflichtet. Wie viel? Etwa 20.000. 34.000. Ja, abzüglich der alten Leute, die ins Altersghetto Theresienstadt kämen, über den Daumen 10.000. 24. Altersghetto? Und jüngere Frauen, Kinder? Ghetto. Also 24.000 Restmischlinge stehen zur Debatte. Meine Herren, warum schlagen wir die nicht einfach den Volljuden zu? Samt den Halbjuden im übrigen Europa. Im übrigen Europa? Ich möchte doch nur wirklich gebeten haben, das ist dann Ihre Sache. Ich vertrete hier das Innenministerium. D'accord. Aber diese 24.000, das ist ernsthaft Ihre Sache, Herr Staatssekretär. Ein paar Gesetze machen sich leicht. Die Folgen wollen auch bedacht sein. Wir scherzen nicht, Herr Staatssekretär. Ja gut, nochmal, kann man hier denn nicht ein einfaches Glas Wasser haben? Wenn das der Volksgenosse auf der Straße wüsste. Stellt sich das hier ganz anders vor. Führerschein, da wird angeordnet, fertig. Na schön, wär's, kann ich nur sagen. Wir sitzen hier und feilschen. Und unsere Männer lassen draußen im Kampf gegen diese Judenbolschewiken ihr Leben. Das ist doch nicht zu fassen. Die Halbjuden auf unserer Seite mit hohen und höchsten Auszeichnungen vergessen Sie schon wieder. Ich vergesse sie keineswegs. Ich will sie nur einfach nicht haben. Bravo. Richtig. Eiserne Kreuze für dieses Ungeziefer. Pfui Teufel. Immerhin auch im Offizierskorps. Halbjuden? Mit Wissen und Willen des Führers. Ach. Gnadenweise gleichgestellt mit Reichsdeutschen. Das sind doch Armenmärchen. Ich wüsste es doch sonst. Es besteht kein Interesse an der Publizität dieser Dinge. Na schön. Aber die anderen 24.000? Fragen Sie hier unseren Vertreter für den Arbeitseinsatz der Halbjuden nach seinen Erfahrungen. Besondere Klagen? Nichts bekannt. Gesamtverhalten der Halbjuden hervorragend. Na ist doch klar, aus Bammlers könnte Ihnen sonst an den Kragen gehen. Ich biete Ihnen eine bessere Erklärung an. Es ist das deutsche Blut, das sich im Halbjuden als das Wertvolle durchsetzt. Rassehauptamt? Im Prinzip, richtig. Nun kommt noch etwas anderes hinzu. Jeder Halbjude hat einen vollarischen Ahnenstamm, hat weitverzweigte Verwandtschaft, Freundschaft in deutschblütigen Kreisen. Hunderttausende wären somit betroffen. Ich stimme Ihnen zu. Hier könnte eine Beunruhigung wieder aufbrechen, wie sie der Führer eben durch Einstellung der Euthanasieaktion beendet hat. Man kann alles dramatisieren, nicht wahr? Ach ja? Was glauben Sie wohl, geht vor in einem Frontsoldaten, wenn er auf der Fahrt in den Heimaturlaub auf den Bahnhöfen die Züge von Obersturmbannführer Eichmann sieht? Und die halbjüdischen Verwandten auf der Fahrt nach Osten. Wohin? Wozu? Fragezeichen. Noch ein Argument. Mit jedem Halbjuden ist zur Hälfte ja auch deutsches Blut verloren. Und zur Hälfte jüdisches. Das kommt wohl auf die Optik an. Für den einen ist das Glas halb leer, das ist der Pessimist. Für den anderen ist es halb voll, das ist der Optimist. Sie sind ein Optimist, Herr Staatssekretär. Ja, Sie haben recht. Ich halte sehr viel vom deutschen Blutsanteil. Ich habe daher Deutsche immer gewarnt, Blutsubstanz dem Gegner zuzuführen. Gegner? Weil nämlich ein Blut fähig, auf der anderen Seite Persönlichkeiten hervorzubringen. Andere Seite? Persönlichkeiten, die durch deutsches Blut ererbten, also ihre wertvollen Eigenschaften dem Feind... Feind? Wer? Jawohl, dem Feind. Dem Feind des deutschen Blutes dienstbar machen können. Na ja. Weil nämlich jüdische Intelligenz und jüdische Erziehung in Verbindung mit einer germanischen Erbmasse außerhalb des deutschen Volkes... Aber wo denn? Den Juden... zum geborenen Führer machen. Und dazu der gesamteuropäische Gesichtspunkt. Also doch. Na was denn? Sie selbst haben gesagt, dass die Lösung dieser Frage nach einer einheitlichen Linie erfolgen soll. Muss. Nun gut. Nun aber die Halbjuden aus den anderen Völkern herausgelöst, unzählige Träger deutschen oder artverwandten Germanenerbes würden abgestoßen, wären entzogen unserem Einfluss, ja, in kämpferischen Gegensatz gebracht. Immer Gegner, Feinde. Bitte, meine Herren. Ich darf doch bitten. Bitte, Gruppführer. Im Prinzip stimme ich Ihrer Einschätzung der Blutsbedeutung und eines Bluttransfers ja zu, aber zu welchem Gegner? Sollte doch hinlänglich deutlich geworden sein, Herr Staatssekretär, was wir unter Neuordnung Europas und unter Endlösung der Judenfrage verstehen. Nicht wahr? Sollte man meinen. Ich habe durchaus realisiert, was gemeint ist, Gruppenführer.
Wenn seit den ersten Nürnberger Gesetzen die Schraube immer enger gezogen worden ist, wenn wir die Juden dann zur Vermögensabgabe und zur Auswanderung gezwungen haben, wenn wir sie danach massenweise exekutierten und wir nun also die Erfahrungen für die Endlösung besitzen, wie gesagt wurde, dann, mit Verlaub, stelle ich mir nicht vor, dass wir diese 11 Millionen in die Sommerfrische schicken. Ich hätte ja wohl allen Grund, mein Lehrgeld zurückzufordern, wäre ich nicht imstande, ein Scheunentor zu sehen. Wofür hält man mich? Ich kann nur wiederholen, Herr Staatssekretär, es liegt nichts gegen Sie vor. Ich darf dann wohl gebeten haben, es mir nicht als Defätismus anzukreiden, wenn ich die Aufmerksamkeit auf folgende Tatsachen lenke. Noch stehen wir im Kampf mit Russland. England nicht niedergerungen, Vereinigte Staaten noch nicht in Erscheinung getreten. Gebiete auf der europäischen Landkarte, die unserem Einfluss entzogen sind. Fluchtreservate, Widerstandsbasen, Ausgangsmöglichkeiten. Das ist von magnetischer Anziehungskraft auf jene, auf die sich ihr Zugriff richtet, die Halbjuden. Die entkommen uns nicht, da halten wir schon den Daumen drauf. Punkt 1 unserer Friedensdiktate nach dem Endsieg wird die Forderung sein, sämtliche Juden, und wenn wir es hier beschließen, sämtliche Halbjuden auszuliefern aus beiden Hemisphären. So wie dieser Krieg zum Weltkrieg geworden ist, wird auch die Endlösung weltweit sein, nicht mehr und nicht weniger. Haben Sie eine Alternative, Herr Staatssekretär? Was schlagen Sie vor? Nichts. Ich schlage vor, nichts zu tun. Die Gesetze erlauben Halbjuden nur, Arier zu ehelichen. Halbjuden werden also in 2 Generationen vom deutschen Volkskörper ohne jede Gefahr für ihn aufgesogen. Wir haben Auftrag zur Gesamtlösung der Judenfrage, ohne Wenn und Aber, noch während des Krieges. Also, Herr Staatssekretär? Nun, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Sterilisation. Es ist auch nach vorliegendem Arbeitspapier vorgesehen, unter Römisch 4, die von einer Evakuierung auszunehmenden Mischlinge, also die mit Deutschblütigen verheirateten, sowie die mit Ausnahmegenehmigungen unfruchtbar zu machen, um damit jede Nachkommenschaft auszuschließen. Das ist aber doch nicht wahr, auch gar nicht neu. Das haben wir doch alle schon gehabt. Sie haben mich nicht verstanden. Ich denke nicht an die Sterilisierung von Vorzugsjuden, sondern an die Sterilisierung aller Halbjuden. An eine kollektive Zwangssterilisation. Ja, Herr Staatssekretär, warum denn nicht gleich so? Das ist doch was. Es ist immerhin beruhigend zu hören, dass Sie nicht grundsätzlich gegen eine Liquidierung des Volkes Juda und seiner halbseidenen Ableger sind. Sterilisierung, das gefällt mir. Als Blutsträger wären Sie am Ende, als Arbeitskraft blieben Sie uns noch eine Weile erhalten. Genau das, was wir brauchen. Das sind zehntausende Krankentage, das wird nicht gehen bei der derzeitigen Inanspruchnahme der Hospitäler durch unsere Verwundeten. Und bedenken Sie die Kosten. Ich habe gehört, es geht sowas auch mit Röntgenstrahlen. Experiment in Konzentrationslagern. Man könnte die Judenstämmlinge unter einem Vorwand in ein Amt zitieren. Sie treten vor einen Schaltertisch, darunter die Apparatur, und während man mit ihnen redet, ein paar Minuten, sind sie fertig, hoppla. Herr Schalter oder nicht, besprechen Sie das mit Reichsgesundheitsführer Buhler, Führerkanzlei. Meine Herren, ich sehe, wir können das Problem der Halbjuden heute nicht lösen. Da gibt es noch das Problem der Vierteljuden und der Mischehen. In diesem Falle billige mein Frontkommando, das halte ich mir nicht aus. Wieso wir allerdings noch Volljuden bevorzugen, bloß weil sie arischblütige geheiratet haben, verstehe ich wirklich nicht. Kamerad Streicher trifft den Nagel auf den Kopf. Eine von Judensperma besudelte Vagina ist eine Kloake und bleibt eine Kloake. Da hilft auch hinterher kein germanischer Besen mehr. Meine Herren, ich schlage vor, dass Vertreter unserer Zentralinstanzen das Gespräch auf einer unteren Ebene fortsetzen. Obersturmbannführer Eichmann wird sich dann mit Ihrem nachgeordneten Dienststellen in Verbindung setzen. Zwischenzeitlich bitte kurzschriftliche Darlegung der Standpunkte der beteiligten Seiten an Reichskanzlei. Sollte auf diesem Wege keine Einigung gefunden werden, behalte ich mir vor, Entscheidungen an höchster Stelle herbeizuführen. Noch irgendwelche Fragen? Obergruppenführer, ich hatte schon hingewiesen, 2,5 Millionen polnische Ghettojuden. Seuchen, Kriminalität, Schleichhandel, die Wirtschaftsstruktur des Gouvernements bedroht. Könnte man unsere Juden nicht als Erste einbeziehen? Kurze Wege, Transportproblem gering. Ja, ja, natürlich, Polenjuden zuerst. Der Herr Generalgouverneur wird es Ihnen zu danken wissen. Geschenkt. Eine Beunruhigung der polnischen Bevölkerung, die sich einbezogen vermuten könnte, sollte aber vermieden werden. Eine Frage der Tarnung und des Tempos, und wir beabsichtigen, auf beiden Gebieten Hervorragendes zu leisten. Alles wird schnellstens abgewickelt. Das Protokoll bitte. Kurzfassung geht Ihnen heute noch gesondert zu. Ihre Aufgabe, Eichmann. Ich darf Sie anschließend noch einen Augenblick bitten? Ja? Gern. Meine Herren SS, ich erwarte Sie um 16 Uhr in der Prinz-Albrecht-Straße. Abschließend darf ich noch einmal gebeten haben, bei der Durchführung der Endlösung auch weiterhin Ihre Unterstützung zu garantieren.
Das war's. Ich danke Ihnen. Obergruppenführer? Ja, bitte. Sie verzeihen, Obergruppenführer. Sie sagten vorhin, jene Juden, die nicht durch Arbeit ausfielen, seien gesondert zu behandeln. Ja, ja, natürlich. Ich meine, rein technisch gesehen, das wären doch 11, vielleicht sogar 22, vielleicht sogar 23 Millionen Schuss Gewehrmunition in diesen Kriegszeiten. Es gibt andere Methoden. Elegant. Humanere. Lesen Sie Adolf Hitler, Mein Kampf, Seite 772 in der letzten Auflage. Und lernen Sie, die Führer mein Wort zu nehmen. Wissen Sie, was der Führer da schreibt in seinem Buch? Der Hinweis häuft sich. Er sagt, es wäre besser, man würde die Angehörigen des hebräischen Volkes einfach unter Giftgas halten. Gas? Ich wünsche, von meinen Dienstgeschäften entbunden zu werden. Vielleicht kann ich meinem Land mit der Waffe besser dienen. Ich werde meinen Wunsch diesmal dem Führer direkt übermitteln. Über die Reichskanzlei, über Sie, geht das? Vielleicht. Danke, ich danke Ihnen. Tja. Wir sind doch beide überzeugte Nationalsozialisten. Aber es gibt Dinge, die man wohl besser den Jüngeren überlässt. Ja. Vielleicht. Bertha? Haben Sie? Herr Littler. Ja, Bertha! 7213. Ein interessanter Aufgabenbereich. Alfred Vosterber, Jago! Bezug wie bestätigt! Und waschen Sie sich die Ohren, Sie Weihnachtsmann! Bitte! Wieder komme ich so gut durch, Obersturmbannführer. Ach, scheiße, mein Mädel, die Arschlöcher pennen da oben. Danke. Sie rauchen, Obergruppenführer? Ausnahmsweise zur Feier des Tages, zum Cognac. Wir brauchen 30 Protokolle, Eichmann. Liefern Sie mir heute Nachmittag Ihren Entwurf. Zu Befehl, Obergruppenführer. So deutlich wie nötig und so undeutlich wie möglich. Bitte gehorsamst fragen zu dürfen, was deutlich? Zustimmung zu unserer Federführung, das ist die Hauptsache. Jawohl, Obergruppenführer, alles klar. Sie sind ja so aufgekratzt, Eichmann. Was Besonderes? Als Geheimbote in unserer Aktionszentren hatte ich, also offen gestanden, Obergruppenführer, nicht wahr? Ja, ich meine, da war mir die Empfindung einer gewissen Verlorenheit, wenn ich mich so ausdrücken darf, eine gewohnt. Aber jetzt sehe ich Zustimmung. Offiziell, in allerhöchsten Kreisen, auch der Zivilverwaltung. Und das gibt mir das gewissermaßen ein pilatushaftes Gefühl der Zufriedenheit. Melde gehorsamst. Kamerad Eichmann zeigt Gefühle. Müller? Moment mal, meine Dame. Es wird Zeit, dass sich die Telefonzentrale einer etwas korrekteren Ausdrucksweise befleißigt. Es heißt nicht Büro Himmler, sondern Dienststelle des Reichsführers SS am Apparat, klar? Der Reichsführer persönlich für Obergruppenführer Heydrich? Verbinden Sie. Heydrich? Jawohl, Reichsführer. Konferenz soeben beendet. Ja. Ja, unsere Federführung durch die noch zweifelhaft gewesenen Zentralinstanzen vorbehaltlos anerkannt. Ich danke Ihnen, Reichsführer. Herr Littler. Bitte, meine Herren. Tja, unser Marschziel für heute ist erreicht. Die Ministerialbürokratie hängt mit drin, die Partei SS-Generalität. Aus Schiel nach dem Westen bringt nichts mehr. Tja, mit gefangen, mit gehangen. Also mit dem Führer bis zum Endsieg. Oder in den Untergang. Prost, mein Herr. Meine Herren. Herr Littler. Herr Littler. Herr Littler! Es bleibt dabei. Wir sehen uns in Prag. Es bleibt dabei. Ja, großartig. Es hat sich also doch gelohnt, wieder mal nach Berlin zu kommen. Was treibt er da unten bei Ihnen? Wache schieben oder frisst er nur? Verbellen der Schlupfwinkel, Obergruppenführer. Sie sitzen in Schornsteinen, mauern sich in Latrinen ein, verkriechen sich ganze Familien unter den Dielenbrettern. Aber Hasso findet sie alle. Und dann? Handgranate, Rumpf, fertig. Na, fahren wir dann. Ja,
Thanks for watching. If you'd like to help us produce more compelling historical content like this, please like, comment below, and share this video with fellow history buffs. And of course, be sure to subscribe to help keep history happening.